Ich denke ja, dass einfach jeder sich einfach über sich hinauswachsen muss und das Beste aus sich rausholen muss, um hier in diesem Wettbewerb, in diesem erlauchten Kreis der Besten von Deutschland bestehen zu können. Wir schauen mal, wie weit ich komme. Es ist nicht unbedingt ein einfaches Handwerk. An unsere Auszubildenden werden heutzutage im Zuge der immer höher werdenden Ansprüche im Sinne der Energieeinsparung sehr hohe Anforderungen gestellt. Unser Beruf, der Isoliererberuf, ist der prädestinierteste Beruf, um Energie zu sparen. Ein Isolierer kann sich problemlos weiterbilden lassen zum Energieberater. Was bringt mir so ein Wettbewerb? Also ich würde einfach mal behaupten, den Beruf einerseits präsentieren, den anderen Leuten gegenüber, sein Land vertreten, natürlich sehr wichtig, und den beruflichen Werdegang vielleicht ein bisschen verbessern. Viel sogenannte Einsprengarbeit dabei gewesen, das heißt das Zusammenfügen des Kesselkopfes und dieser darum liegenden Karte. Soweit so gut, ja. Also eigentlich schon im Großen und Ganzen. Könnte natürlich immer eine Nummer besser sein, aber ist natürlich eine Momentenleistung. Tageszeit, also Tagesform ist natürlich ausschlaggebend. 365. Die haben sich alle zum Schluss noch einmal sehr, sehr reingehängt und sehr viel Mühe gegeben, damit alle eine saubere, ordentliche Arbeit abgeliefert haben.